bin ich trotzdem unter den besten 7. Das war so mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, unter den besten 7 zu sein. War das mein Ziel? Gibt es eigentlich auch nochmal andere Karten, die wir heute spielen können, oder spielen wir eigentlich immer nur das Gleiche? Wir spielen jetzt nochmal eine andere Runde, und zwar zum Schluss sozusagen des Livestreams. Wir sind jetzt fast bei 2 Stunden angelangt. Ich denke, ich werde noch so bis 9:30 machen. Spielen wir doch mal eine Runde. Rescue. Sehen wir auch mal wegen meiner anderen Karte. Fragen wir mal bei den anderen Nasen, wie es ausschaut. Schaut einfach mal auf g2a.com rein, wenn ihr uns unterstützen wollt beim Spielekauf. Danke dafür. Servus. Don't be stupid. Ich frage mal kurz, wie es bei den anderen Nasen ausschaut, was die heute so treiben. Ein Unentschieden. Und ich kriege nichts. Sehr gut. So, das passt. Das passt. Das passt. Mir fehlen noch 2 Follower zu den 300 Followern. Ist eigentlich ganz cool. Dafür, dass ich gar nicht so oft streame, sind 300 Follower gar nicht so schlecht. Finde ich cool. Also können wir das heute sozusagen Road to 300 Follower. Was ist denn jetzt hier los? Was? Ja, bin schon online und zock die ganze Zeit. Ich habe schon gesehen, dass du mit dem Elvis-Account online bist. Oh, da haben wir die 2. Und zwar den Effi-Phänomen und den Paule zockt. Damit sind wir bei 300. Wie viel ich dir zahle? Ich zahle dir, sagen wir mal, 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro. So. Oh, boah, 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 boah. Ich spiele ja Rescue. Ich hab's vergessen. Wir spielen ja Rescue. Da geht's ja darum, sich zu vercampen und einfach nichts zu tun. So, aber auch wegen die falsche Klasse für die Karte, muss ich auch offen zugeben. Finde ich gut, sagt er ja. Passt. Mache ich gerne, zeige ich dir. Boah. Also die P90, die macht schon ganz schön brrrt, ne? Muss man schon sagen. Deswegen, ich wollte es gerade sagen, deswegen lasse ich zum Beispiel Türen immer generell zu, wenn ich einen Raum betrete. Wenn ich den Raum verlasse, mache ich sie natürlich nicht mehr zu. Eigentlich, wenn ich im Raum bin, mache ich die Tür zu, damit ich höre, wenn die Tür aufgeht. Das wird knapp. Ja klar, du kannst es natürlich sehr, sehr gerne abholen. Kein Problem. Kannst du gerne machen. Komm einfach vorbei. Und ich bereite dir das Geld vor, in natürlich alles in Scheinen, die dir zusagen. Also natürlich nur großen Scheinen, ne? Ist ja bekannt. So, wir spielen mit der Karre. Eigentlich wollte ich mit der nicht spielen. Ah, so. Jetzt probieren wir mal ein bisschen so auf Gehör zu spielen. Alles klar bei dir? Idiot. Was war das? Was war das? Da vorne? Klar, dass natürlich ihre Nade ankommt. Meine Nade kommt natürlich nicht an. Ist so klar. Ich glaube, ich brauche eine andere Knarre. Ich brauche eine andere Knarre, und zwar schnell. Ganz, ganz schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh. So schnell meinte ich natürlich auch nicht. Also das ist ja wirklich sehr, sehr brutal, dieser Kampf. Wenn wir hier so hingehen, glaube ich nicht, dass die uns sehen.
Da, seht ihr den? So kann man das auch machen. Ne? Das ist halt, das ist so wie in Call of Duty, so ein bisschen Head-Glitching. Macht auf jeden Fall super Spaß, so zu spielen. Wenn ihr einen seht. Was, kribbelt es euch auch? Könnt ihr das so lange auf einem Ort sitzen bleiben? Ich kann das nicht. Kann das einfach nicht. Muss mich bewegen. Muss ich machen. Ich kann dich reviven. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hier. Bitteschön. Was ist los mit dir? Wir gehen hier mal hoch. Wo war der? Ich will mal behaupten, der war da drin. Alter, warum ist der nicht gestorben? Ich hab da voll auf den draufgeballert wie ein Verrückter und der ist nicht gestorben. Da ist eine Tür gegangen. Ich hab eine Tür gehört. Machen wir hier mal zu. Hallo? Mach zu. Einer lebt noch. Das ist ein Sniper. Loki Man, nein, das ist nicht auf der PlayStation 4, sondern auf der Xbox One. Wie du hier an diese Controller sehen kannst. Da hinten war er, oder? Da war er doch. Aber wir warten, bis er kommt. Weil er muss... Oh. Ja, ich wollte es gerade sagen, er muss ja auf mich schießen. Herzlich willkommen, FIFA Streetman, im Team Undercivil und dafür mache ich für dich ein Fass auf. Okay, funktioniert gerade nicht. Eins gegen eins? War nicht eins gegen eins. Effi Phänomen fragt, ob ihr ihm ein bisschen Feedback zu Hardline geben könnt. Schreibt doch mal eure Meinung bis jetzt zu Hardline drunter. Dürft ihr gerne mal diskutieren ein bisschen. So. Und wir machen wieder diese Action hier. Pass auf, wir stellen uns jetzt wieder hier hin. Da ist einer. Boom. Diesmal revive ich nicht. Nö, kein Bock. Kein Bock. Nö, kein Bock. Lass uns mal nicht nebeneinander stehen. Können wir das machen? Ich mache hier mal zu, wenn das für dich in Ordnung ist. Habe ich nämlich nur eine Tür, die ich bewachen muss. Halt mal die Fresse da hinten. Da hat einer geschossen. Wir machen hier auch mal zu. Und wir hocken uns hinter den Reifenstapel. Und pushen nach vorne. Lass die Türen zu. Lass die Türen zu, okay? Lass die Türen zu. Denk dran, die Türen zu. Ich hab gesagt, du sollst die Türen zulassen. Da drüben ist einer. Oh, da hinten ist ein Sniper irgendwo. Oh, der ist hinter mir! Warum habe ich... Wer hat denn die Tür aufgemacht? Ich habe die Tür nicht mal gehört. Ich habe die Tür nicht gehört. Wahrscheinlich, weil mein Kollege, mein Teammate natürlich die Tür offen hatte. Ach, ich soll Feedback geben. Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Ich kann wirklich momentan nur sagen, dass es echt viel Spaß macht. Also es ist lustiges Spiel, bietet viele Möglichkeiten momentan. Also es ist halt kein normales Battlefield, das muss man dann auch mal sagen. Es ist kein Battlefield, das man vielleicht so jetzt kennt. So Battlefield 2, Battlefield Bad Company. Also das muss man schon mal sagen, aber ich kann halt nur Feedback für die Konsole geben. Und das muss man auch mal sagen.
Und auf der Konsole spielt sich's gerade ganz gut. Alter, wollt ihr mich trollen? Ich glaub's, langsam wollen sie mich trollen, ey. Da drüben ist einer. Wo ist denn der hin? Wo bist du? Ich hör dich in dem Haus laufen. Wir können ja komplett außen rumlaufen, so wie der da. Die Animation dauert mir definitiv zu lang. Definitiv. Dauert mir definitiv zu lang, die Animation. Muss ich ganz ehrlich sagen, die dauert mir viel, viel, viel zu lang. Da hockt doch einer. So. Ich geh links, du geh rechts. Wer holt ihn zuerst? Niemand! He's not coming. So, jetzt mache ich aber hier zu. Da muss ich aber auch die Tür hören. Muss ich eigentlich alle holen? Lauf mal nicht neben mir. Muss ich eigentlich alle holen? Oder muss ich eigentlich alle holen? Das war doch mal eine coole Runde. Oh, Under Serial Undertaker holt sie alle. Sehr, sehr cool. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass das Schlauste ist, nicht durch die Mitte zu rennen, sondern rechts rum zu rennen oder links rum zu rennen. Da kann man sie nämlich ein bisschen flankieren, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, ob das klappt, was ich vorhab. Oder ob es nicht klappt. Gehen wir hier so ein bisschen in Deckung. Und dann hinter diesen Stein. Jo, sie rennen zumindest schon mal weg. Steh nicht vor mir rum, mein Freund. Nicht vor mir rumstehen, Alter. Glaub's nicht, ey. Ah, wo kommt denn der her? CSS meinst du? Also, auf dem PC kann man CSS auf jeden Fall spielen. Können wir gerne mal machen. Habe ich kein Problem damit. Ich habe schon wieder gerade gemerkt, schau es dir an. Das ist einfach eklig. Wenn man so ein scheiß Team hat, das ist... Leute, müsst euch mal ein bisschen anstrengen. Müsst euch wirklich mal ein bisschen anstrengen. Ich kann ja nicht für euch alles hier machen, ne? So. Also rechtsrum hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da sind wir relativ lange am Leben gewesen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie traue ich dem Ganzen nicht so recht. Einer hat mich irgendwie von der Seite hier weggeholt, da. Dann kriegst du das erstmal hier in die Fresse, ey. Komm. Bin ich schon wieder der Letzte? Ach komm, wollt ihr mich verarschen? 3 gegen 1. Na, bravo. I hit a suspect. Er wusste es natürlich, wo ich bin und hat mich markiert und dann war ich down. Ich hätte wahrscheinlich schon vorher schießen müssen.
viel, viel vorher schießen müssen. Schade, schade, schade. Somit nur 9-5. Aber das soll es auch jetzt an der Stelle gewesen sein, meine lieben Freunde. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal Battlefield Hardline. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis die Tage. Tschaußen.